Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch kostenloses, selbstgebasteltes Spielzeug und verschiedene Aktivitäten für eure Kleinkinder, die zudem pädagogisch wertvoll sind. Knete darf im Kleinkindalter nicht fehlen. Kinderknete gilt als pädagogisch wertvolles Spielzeug und fördert sensorische und motorische Fähigkeiten, Kreativität und Fantasie, fördert Wahrnehmung und Sprache. Die Kinder lieben es, mit der Knete zu spielen, doch ein Ökotest hat gezeigt, dass viele Knetprodukte Schadstoffe enthalten. Knete kannst du aber super schnell selber machen. Bei selbstgemachter Knete kannst du dir aber sicher sein, dass sie für dein Kind gesundheitlich unbedenklich ist. Lass uns das gemeinsam machen. Für Kneteig brauchst du 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Salz, ja, es wird Salzteig sein, 1/2 Liter kochendes Wasser, 2 Esslöffel Zitronensäurepulver, 2 bis 3 Esslöffel Öl und Lebensmittelfarbe. Wenn du die Zutaten vorbereitet hast, kannst du dir einfach alle zusammenmischen. Die Lebensmittelfarbe habe ich erst später dazu gemacht, weil ich zwei verschiedene Farben beimischen wollte. Am Anfang habe ich meinen Teig ziemlich gut durchgeknetet, es hat ca. 5 Minuten gedauert, damit der Teig elastisch wird. Dann habe ich den Teig in zwei Teilen aufgeteilt und mit Lebensmittelfarben gefärbt. Ich habe zwei Farben ausgesucht, blau und rot. Und nachdem ich die Farben gut eingearbeitet habe, so dass das eine homogene Masse ist und die Farbe sich gut verteilt hat, kann man die Knete in verschließbaren Containern aufbewahren. So viel ich weiß vom Kindergarten, weil im Kindergarten haben sie nämlich auch solche Knetmasse, kann man diese Knetmasse circa 3 Monate in so einem Container aufbewahren. Ein Spiel, was meine Kinder sehr gerne mit der Knete machen, ist Salami-Pizza machen. Für Salami nehmen wir einfach Knöpfe. Das ist eine tolle Möglichkeit, die Feinmotorik zu üben. Und die Kinder lieben einfach, die Knöpfe reinzudrücken und wieder abzunehmen und zu sehen, welche Muster die Knöpfe im Teig hinterlassen. Oh, Andreas hat gerade den Salzteig probiert. Lecker ist es nicht, deswegen macht euch keine Sorgen. Nach einem Mal probieren wird das Kind das nicht mehr tun. Und dadurch, dass wir das selbst gemacht haben, ist es wirklich unbedenklich. Und noch eine tolle Idee, was man so mit der Knete machen kann, ist, die Tierspuren in der Knete zu hinterlassen. Vor allem, wenn die Kinder etwas älter sind, kann man eine Aufgabe dem Kind geben, die Tierspuren den Tieren zuzuordnen und einfach Spaß damit haben. Hier ist noch eine Idee, was ihr mit der Knete machen könnt. Formt aus der Knete 2 kleine Igel und jetzt dürft ihr Kinder die Igel mit Stachelfels bekleiden. Als Stacheln nutzen wir Strohhalme, man könnte auch Zahnstocher nehmen oder ähnliches. Dieses Spiel könnte man auch mit Farbenlernen verbinden. Hätte ich zum Beispiel nur blaue und rote Strohhalme, hätten die Kinder sortieren müssen und die Igel entsprechend ihre Kleidung anziehen müssen. Probiert auch mal dieses Spiel mit euren Kleinen. Dafür bräuchtet ihr einfach Bambus-Schaschlikspieße und ein bisschen Pasta. Und nun ist das Aufwärmspiel fertig. Ihr müsst einfach aus der Knete eine Kugel formen, die Schaschlikspieße da rein tun und das Kind kann große Türme bauen und Pasta auffädeln. Und ich betone immer wieder, dass die Feinmotorik sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung des Kindes, vor allem für die Sprachentwicklung. Weil Sprache und Feinmotorik hängen sehr zusammen. Also, wenn ihr wollt, dass eure Kleinen einfach mehr sprechen, dann bietet den Kleinen so viele Spiele für Feinmotorik wie möglich. Das fördert wirklich die Sprachentwicklung. Und wenn ihr noch Ideen braucht, was für Spiele für die Feinmotorik ihr eurem Kind anbieten könnt, habe ich noch ein paar Ideen für euch. Und zwar, heute machen wir noch bunten Reis. Das ist ein tolles Spiel, schön anzugucken. Wir lernen Farben und die Kinder haben wirklich Beschäftigung für ihre kleinen Fingerchen. Bunten Reis kann man super schnell machen. Man braucht wiederum Lebensmittelfarben und Reis. Ich habe hier 2 Kilo Reis gekauft, habe das in 4 Teilen aufgeteilt, weil ich 4 Lebensmittelfarben habe und habe das einfach gefärbt. Nach der Färbung muss es ein bisschen trocknen. Am nächsten Tag könnt ihr den Reis auf jeden Fall eurem Kind anbieten. Meine waren begeistert von den bunten Farben. Man kann auch den Reis sortieren nach den Farben. Ich habe die Becher hingestellt, aber die Kinder haben das super schnell zusammen vermischt und danach kriegt ihr den Reis natürlich nicht auseinander, aber ich finde das auch so schön und bunt, auch wenn das vermischt ist, die hatten richtig Spaß mit dem Reis zu spielen. Dafür bräuchtet ihr einen Container, einen großen Container, damit die Kinder so wenig Mess wie möglich veranstalten. Trotzdem werdet ihr einiges auf dem Boden finden, es ist aber kein Problem, also ich habe danach einfach gesaugt und solche Container habe ich für verschiedene Tage parat. Wir haben verschiedene Container, sensorische
Boxen, nenne ich die. Und wenn meine Kinder sich langweilen oder ich merke, sie sind überreizt und brauchen ein bisschen Beruhigung, diese Spiele sind super dafür gedacht. Die bringen die Kleinen etwas runter, beruhigen die etwas und ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, sind auch sehr fördernd für die Sprachentwicklung. In solche Container könnt ihr verschiedene Becher reintun, verschiedene Löffel, sodass die Kinder umschütten können. Ihr könnt irgendwas verstecken, bunte Steine oder Muscheln oder irgendwelche kleine Figuren. Ihr könnt dem Kind Aufgabe geben, die Figuren zu finden. Es gibt verschiedene Varianten. Lasst euren Fantasien freien Lauf und bietet eurem Kind solche sensorische Boxen an und ja, seid mutig. Das Kind muss natürlich nicht mehr in dem Alter sein, wo das Kind alles probieren möchte, obwohl selbst wenn es etwas probiert, wie hier bunten Reis, da sind Lebensmittelfarben, so schädlich ist es nicht. Das Kind wird es einmal probieren, das ist hart, man kann es nicht essen und wird es einfach lassen. Das nächste Spielzeug, was wir selber basteln, wurde von meinem Sohn inspiriert. Der mag sehr, die Flaschen zuzudrehen und aufzudrehen. Das bekommt er natürlich nicht so ganz gut hin, aber der übt. Und ich habe gedacht, das ist eine perfekte Möglichkeit, ihm so ein Spielzeug anzubieten. Dafür habe ich ein paar Flaschen gesammelt und für die bessere Stabilität habe ich die Flaschen auf ein Brett draufgeklebt. Ihr könnt ja sehen, wir haben Dämmstoffkleber genutzt. Man kann auch Heißkleber nutzen, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Im Prinzip braucht ihr auch das nicht anzukleben, aber ich finde, es ist gut, wenn die Flaschen an einem Ort dran sind und nicht überall im Haus verteilt werden. Bevor ihr das Spielzeug dem Kind gibt, nimmt ihr die Deckel ab und legt das in die Schale. Und die Aufgabe von dem Kind besteht darin, die richtigen Deckel zu finden und die Deckel auf die Flaschen zu bekommen. Meine Tochter hat auch sehr großes Interesse an dem Spielzeug gezeigt und hat ziemlich lange damit gespielt. Andreas hat sie beobachtet und später hat er auch ein bisschen geübt. Also wenn euer Kind in der zeigt, die Flaschen auf und zuzumachen, könnt ihr eurem Kind das anbieten. Das Spiel fördert Handgelenkmobilität, was indirekt eine Vorbereitung auf Schreiben, auf spätere Schreiben ist. Deswegen ist dieses Spiel auch pädagogisch sinnvoll. Das nächste Spielzeug, was ich Andreas gebastelt habe, entstand wiederum aus meiner Beobachtung. Ich habe beobachtet, dass er sehr gerne die Klickverschlüsse an seinem Rucksack auf- und zumacht, beziehungsweise nur zumacht. Aufmachen kann er die noch nicht. Aber er mag die sehr gerne zuzumachen. Oder er sitzt ziemlich lange mit seiner Matschhose und versucht, die Klickverschlüsse zuzumachen. Ja, das heißt, dass das Kind diese Arbeit braucht. Und man kann einfach überlegen, was könnte man dem Kind anbieten, dass er diese Fingerfertigkeiten üben kann. Und ich habe das für ihn einfach gebastelt. Ich habe ein kleines Brett genommen und die Klickverschlüsse aus seiner Matschhose, aus seiner alten Matschhose ausgeschnitten und die Klickverschlüsse aus seiner alten Matschhose dran getackert. Ihr könnt auch die Klickverschlüsse kaufen. In der Montessori-Pädagogik würde man das Übungen des täglichen Lebens nennen. Das Kind übt, die Verschlüsse auf- und zuzumachen, damit es später sich selbstständig anziehen kann. Solche Spielzeuge kann man aus verschiedenen Verschlüssen machen. Ich werde euch noch in einem anderen Video zeigen, welche Rahmen habe ich für meine Tochter gemacht. Die sind eher an Montessori-Rahmen angelehnt und man kann die auch sehr gut selbst basteln. Hoffentlich habt ihr ein paar Ideen aus diesem Video gesammelt. Schreibt mir bitte gerne in den Kommentaren, welche Spielidee euch am besten gefallen hat. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!